Amulett Liebe. Oh, es ist so wunderschön. Es ist wunderschön. Es ist so hübsch. Wir haben hier echtes Silber. Und zwar das Amulett und auch die Kette. Beides in echtem Silber. 925er. Wahnsinnig hochwertig. Einfach nur fantastisch. Und guckt euch an, wie hübsch das ist. Und in was für einer schicken Schmuckschachtel es daherkommt. Siehst du, jetzt kommt das richtig gut zur Geltung. Eben diese Dreifaltigkeit, Körper, Geist und Seele. Wenn man das in Einklang miteinander bringt, bringt das hier die. Eben das ist die Besonderheit hier noch einmal ganz, ganz stark. Hier drinnen vereint das durch die Liebe. Wenn du da rein schaust, wenn du mitten rein in dieses Amulett schaust, siehst du, das ist genau die Projektion Wort Liebe. Das werdet ihr sehen, wenn ihr einfach mal ganz nah mit dem Auge da reingeht. Das ist ja was, was ich ganz gerne mache, wenn ich ins Studio komme. Erstmal gucken, was habe ich denn heute für ein schönes Amulett vor mir? Ja, es ist die Liebe. Und Liebe steht hier in 90 Sprachen. Und wenn man das mal sieht, was für eine kleine Perle das ist, die hier in der Mitte ist und dass dort wirklich 90 Mal in 90 Sprachen das Wort Liebe ist, ist so faszinierend. Das ist ja wirklich auch eine Einzigartigkeit. Gestern ist mir Regie fast an den Hals gesprungen, da wollte das genauso nah sehen. Ich habe gesagt, Moment mal, die Corona-Zeit. Ne? Ich habe dann dieses gesehen und da guckt er da rein und sagt, oh, tatsächlich, das ist alles da drinnen. Sagt Olga, wie geht das denn? Ja, da drinnen, in dieser ganz, ganz kleinen Perle ist es ja. Und entweder machst du dich halt eben so ein bisschen im Fernsehen, komme ich bestimmt damit nicht so doll rüber. Aber wenn man das so nah an das Auge nimmt, dann sieht man das hier drinnen ganz klar. Das Wort Liebe in 90 Sprachen integriert. Es ist so wichtig. Wir bestehen aus der Flüssigkeit. Über 70% in unserem Körper ist eben die Flüssigkeit. Und schon der Wissenschaftler Masaru Emoto, der mittlerweile ja die Dimension gewechselt hat, aber er hat sein ganzes Leben lang gewidmet der Wirkung der Worte auf die Materie festzustellen. Was hat er gemacht? Einer seiner Experimente war, dass er auf verschiedene Gläser Wörter geschrieben hat. Zum Beispiel das Wort Liebe, zum Beispiel das Wort Zerstörung. So, danach nahm er ja das Wasser, hat es eingefroren und hat die Kristalle da drinnen fotografiert. Und die Kristalle, die dem Wort Liebe zuzuordnen waren, also die aus dem Glas kamen, wo das Wort Liebe drauf stand, waren symmetrisch, waren von der göttlichen Ordnung, waren wunderschön. Und die, die mit negativen Wörtern belegt waren, zum Beispiel das Wort Zerstörung, die waren komplett die Kristalle zersaust. So, wenn wir das wissen, dass wir mit über 70% aus dem Wasser bestehen, können wir doch uns damit informieren. Eben hier drinnen ist das Wort Liebe dabei. Wenn du Eigenliebe erfahren möchtest, wenn du die Liebe vom Gegenüber erfahren möchtest, dann kannst du es tragen. Und so wie jetzt wir das in diesem Film sehen, in dieser ganz, ganz nahen Aufnahme, kannst du das auch sehen, dass es in fast jeder Sprache ist. Also das sind 90 Sprachen, es geht natürlich noch ein kleines bisschen mehr, aber ich glaube, jeder von uns würde irgendeine Sprache daraus rausgreifen, die verständlich ist. Любовь, love, Liebe, amore. Also ich glaube, ich muss Italienisch lernen. Amore. Und das wirkt ja, das schwingt. Das schwingt unser Energiesystem auf das ein, wozu wir hierher gekommen sind. Wie oft? Ich bringe mal heute das Beispiel. Ich habe gesagt, wir haben mal zwei Anrufe gehabt mit Fragen bei uns im Callcenter. Susanne sagt gleich, oh, was habe ich angestellt? Ich habe gesagt, Susanne,
das Amulett lieber tragen, unbedingt, weil das hat mit Selbstwertgefühl zu tun. Ich habe ja nicht gesagt, dass du was angestellt hast. Ich habe gesagt, dass bei uns im Callcenter gab es zwei Anrufer, die halt wir noch ein bisschen hier klären werden während der Sendung. Und da sagt sie dann zu mir, ja, aber na, das ist es ja. Und das ist so schön, das kommt so schön rüber. Und du siehst ja, dass immer wieder während der Beratungen trage ich ja mittlerweile seit 1,5 Jahren mein eigenes auch Amulett, und das hat absolut nichts von der Hübschheit und von dem Glanz eingebüßt. Jetzt lege ich mal dazu sozusagen. Na, jetzt springt mir das auch noch weg, siehst du? Ich nehme das will dazu. Zu dir, das will ja, bei dir das bleiben. Ist meins, natürlich. Ja. Ja, das will ja nicht vorgezeigt werden. Siehst du, wenn ich jetzt drehe und wende, dann siehst du das ja ganz genau, dass es immer noch sehr, 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 sehr hübsch ist. Und wenn du siehst, wenn die Kamera so nah ist, kann man sehen, dass die Zeit halt eben rauskommen. Ne? Wenn ich so ein kleines bisschen drehe und du dich nur auf das hier konzentrierst, dann siehst du, dass die bisschen innen drin da die Zeilen zum Vorschein kommen. In diesen Zeilen ist es, ja, danke. Oh, das ist natürlich mit dieser Kamera ganz, ganz schwer aufzunehmen, aber hier siehst du, hier drinnen ist das Wort Liebe. Ja. Aber man sieht auf jeden Fall, wie schön es ist. Das sieht man jetzt einmal auch noch mal ganz deutlich, wie toll es funkelt, wie toll es glitzert und wie gut es in diesem Schächtelchen auch rüberkommt. Also das Amulett Liebe ist auch das absolute Mega-Geschenk. Das ist wirklich was, wenn man das aufmacht, wenn man sich darüber freuen kann, wenn man irgendwie da sehen kann, was der andere einem schon für Liebe entgegenbringt. Und wenn man dann auch noch sagt, ja, und jetzt pass mal auf, jetzt guck mal hier rein, jetzt guck mal in die kleine Perle rein, was da steht. Ja, wir haben so viele Erfolgsgeschichten. Der Ole, ja, genau, da steht das, da steht das, da steht Liebe. Wie Mahabbat. Arabisch konnte ich mal. Lyubov, okay, das wird ja irgendetwas Slawisches sein. Lyubov ist Russisch, Lyubov. Also in vielen, vielen. Warum in so vielen Sprachen? Weil eben der Meister spricht mit dir immer in der Sprache, die du verstehst. Deswegen trägst du nicht etwas, was mit Hexenwerk zu tun hat, sondern du trägst das, was du verstehst und was du erfassen kannst. Überleg dir mal, ich bringe dir ein Beispiel. Du fährst zum Beispiel in einem Bus und jemand sagt hinter deinem Rücken, boah, ist das aber eine wunderschöne, hübsche Frau. Wenn ich mal älter bin, will ich auch so schönes, langes Haar haben. Und du sitzt da und sagst, oh, cool, jemand redet schön über mich. So, wenn du jetzt zu einem anderen Zeitpunkt in dem besagten Bus sitzt und jemand sagt das Gleiche, aber auf Japanisch, was wirst du denn dann denken? Der hat bestimmt über mich gelästert. Ich würde dann einfach denken, wo die unterhalten sich. Selbstwertgefühl. Da kommt es wieder. Also, das ist mal für alle, das kann man sich direkt gleich mal sagen, für alle, die sich da so ein bisschen angesprochen fühlen über das, was ich da gerade sage, für die ist genau das das Richtige, weil es eben nicht nur die Liebe von außen bringt, also den richtigen Partner anzieht, sondern auch die Selbstliebe stärkt, das Selbstwertgefühl. Und mit der Selbstliebe kommt ja nun mal dann auch der richtige Partner. Und da ist die 1660 das absolute Muss. Und das ist die schönste Liebeserklärung, die man sich und die man anderen machen kann mit diesem Amulett, mit diesem wunderschönen Schächtelchen, mit diesem Wow-Effekt. Und es kommt eben genau so zu einem. Und mit diesen 90 Sprachen, das ist so etwas Fantastisches, das ist so etwas Einzigartiges, Hübsches. Das muss man haben, das muss man haben, wenn man wieder zu sich finden will und wenn man die Liebe für sich entdecken will. Und das heißt eben ja auch, man sagt das immer so, die Macht der Worte. Die Macht der Worte und die Macht was aus uns, vor allem, weil hier noch viel, viel mehr drinnen ist. Körper, Geist und Seele finden die Übereinstimmung wieder zueinander. Eben das verbindende Punkt ist hier die Liebe. Hier siehst du auch diese Auskerbungen nach außen. Das heißt, hier ist die Anbindung an das Göttliche gewollt, gegeben und auch so programmiert, dass du weiterhin auf das Bewusstseinsebene der Mutter Erde auch greifst und auch dir immer wieder neue Ideen kommen. Dann habe ich hier den doppelten Boden verarbeitet. Ne? Siehst du, zwei Ringe. Also es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass
technisch das eine ganz große Herausforderung ist, ein stabiles, schönes Schmuckstück herzustellen, das immer noch sehr leicht ist, trotzdem es zu tragen und filigran rüberkommt. Also noch einmal, der doppelte Boden ist hier ganz wichtig. Das ist ungefähr so, wie eine Seiltänzerin da unten ihren Sicherheitsnetz aufgespannt hat. Du kannst oben machen, was du möchtest, vortragen, tun. Und immer wieder fühlst du dich in Sicherheit. Wenn was ist, ist da unten immer noch ein Sicherheitsnetz. Du brauchst dir gar keine Gedanken zu machen. Wie äußert sich das in unserem Leben? Ganz einfach, wenn ein Partner nicht unbedingt der passende ist, na und? Auf dieser Welt leben zurzeit Millionen, ich weiß es nicht, ob Milliarden, aber Millionen, viele hunderte Millionen Singles. Da wird doch ein passender oder eine passende für dich da auch rumspringen. Mit Sicherheit dann, Milliarden ja, Singles, kann ich, ja. Würde ich doch ganz sicher denken. Und da ist der Richtige für dich dabei. Und dafür holst du es dir, das Amulett, Liebe, in 90 wow, Sprachen, die wow. Liebe. Ein Wow. Regie sagt gerade eben 7,7 ja. Milliarden Menschen und ungefähr davon die Hälfte sind ja Singles gerade. Na, da ist der Richtige dabei. Da ja. ist für jeden ja, der Richtige ja, dabei. Du ganz, musst ja nur deine klar. Energie da anpassen und dann geht es los. Regie, danke schön, dass ihr uns mit Zahlen unterstützt im richtigen Moment. Das ist es eben. Darum geht es ja auch, dass wir eben die passende, das passende Stückchen auch kennenlernen. Und hier aufgrund von so einem ähnlichen Amulett mit Liebe, als ich das zum ersten Mal im Dezember 2019 präsentiert habe, das war kurz vor Weihnachten, wurde gleich noch zu Weihnachten ausgeliefert und sie hatte das zur Weihnachtsparty an, die Dame, die das sich geholt hat. Sie hatte sich danach eben, also die hatte Begegnung, die nach Silvester zu einem zu einer Verlobung wurde, die haben mittlerweile auch geheiratet. Also nach 1,5 Jahren Beziehung haben sie beschlossen, dass es jetzt alles doch nicht so heiß ist, wie es am Anfang schien. Sondern ja, weil es so Hals über Kopf kommen kann. Ne? Man hat dann das Amulett und dann trägt man das einfach so erstmal für sich, um die Selbstliebe zu erfahren und hoppla die hopp, hat man auf einmal den richtigen Partner an seiner Seite und kann es da sein Glück noch gar nicht richtig fassen. Und ja, doch, aber man hat dann eben genau das Richtige ja, an ja, sich gezogen. Ja.